Hallo und willkommen zurück zu Let's Play WoW mit dem Jäger. Ja, wir sind im Sumpfland. Wir haben ein paar Aufgaben abgegeben und wir starten direkt mit den nächsten. Ihr kennt es. Was ist denn da? Habe ich da mich gerade verklickt? Okay. So, was habe ich denn hier auf dem Mauspad? Entschuldigung. So. Die Kollegen müssen wir besiegen. Das Kassel-Dinkens. Ja, da sieht man die neuen HD-Modelle der Elementare. Die sehen schon echt geil aus. Das muss ich sagen. So, das Feuer müssen wir löschen. Okay, ganz einfach. So, Elementar 1. Und 3. Kein Problem für uns. So. Nochmal. Wie viel brauchen wir denn noch? Sehen nicht, brauchen wir nicht, aber das Feuer können wir löschen. Und dann noch ein paar. Wir löschen erstmal die Feuer. Dann suchen wir uns noch ein paar schöne Elementare zum Killen. Ja, es ist die erste Folge für den Donnerstag beim Jäger. Nur noch nächste Woche müsste der Jäger einzeln kommen. Dann kommt, glaube ich, schon das neue Addon draußen. Wo ich dann das Let's Play von Paladin und Jäger zusammenfüge. Also morgens Pala, abends Jäger. Da gibt es nur noch eine Woche, eine Folge die Woche. So rum. So. Ich habe noch ein paar Elementare. Warum die sich denn versteckt? Da hinten ist eins, das holen wir uns. Da hat den nächsten rum. Oh, ein Krabbel, die Krabbel sieht echt genial aus. Kann man die sich jetzt auch eigentlich zählen? Weiß ich nicht. Also Einhörner kann man sich auf jeden Fall zählen, das weiß ich. Das darf ich ja nicht meiner Tochter sagen, das habe ich vielleicht Einhörner. Das passt auch. So, da brauchen wir noch zwei. Da oben ist Nummer 1. Das letzte rum. Nee. Wo ist denn das letzte? Wo hat es sich denn versteckt? Laufen wir mal hier außen rum. Das sich versteckt. Das ist alles klar. Halt mich an und lauf nur. So. Ist auch keiner. Da muss noch eins sein. Da. Das holen wir uns. Und zack. Erledigt die Aufgabe, das freut mich, da können wir sie direkt abgeben. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes für den Hüter des Sumpfes oder des Moors, wie nennt er sich? Glaube ich, des Moors, was wir für ihn als nächstes machen können. Sumpf, Hüter des Sumpfes, okay. Da ist er ja. Sumpfhüter, okay. Sumpfhüter. Der sieht ein bisschen böse aus. Wie darf ich helfen? Hände mitnehmen, die können wir auch gleich ein bisschen behalten. So, der Feuerwerfer aus. Mögen euch die Sterne leiten. Ist keine Feuerwerfer von mir? Gut, auf. Nee, haben wir eine Feuerwerfer. Was sollen wir da erledigen? Bring die Überlebenspaket. Okay. Ja, dann würden wir als erstes nach da oben gehen zur Festung. Grimmet in Dulden. Okay.
Ja, geh mal querfeld rein. Da wird uns schon nichts passieren. So, das müsste da oben sein, ne? Ja. Ich glaube, die haben auch neue Modelle bekommen. Die sehen auf jeden Fall besser aus, oder? Also das, die alten, das können auch noch die alten Modelle sein, da will ich mich jetzt nicht drauf festlegen. So, ihr seht das wieder, 0:17 Uhr, ich nehme schon wieder auf. Ich habe die ganze Zeit an dem neuen Banner gearbeitet. Was jetzt auch eigentlich relativ gut aussieht, finde ich. So. Und wieder aufmounten. Gucken wir mal, was uns da oben erwartet. Auf jeden Fall glaube ich, da war eine der Festungen der Zwerge. Und die wurde eingenommen. Wir sehen es gleich. Weil da müssen wir gegen die Dunkeleisenzwerge kämpfen. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Dunmorder. Dor. Auf jeden Fall gibt es hier ein paar Aufgaben. Und da sind schon mal Zwerge. Hallo. Seid auf der Hut. Ich bin ganz Ohr. Bleib sauber. Da ich doch Dunkeleisenzwerge müssen wir töten. Ja gut, dann wollen wir mal. Hier muss wieder ackern, ey. Brauche ein Ziel. Das war schon Nummer 3. Warum hat der erste nicht gezählt? Nicht lange warten, hier haben wir noch ein bisschen was vor, ne? Zack. Auch besiegt. Und so, wir waren noch 5. Was denn? Er hat uns denn da mit irgendwas angeworfen. Zack. Ich muss sagen, es geht relativ schnell. Und ich habe gesehen, und wer kommt das jetzt noch? Oder die haben das jetzt schon gepatcht, dass das Leveln zwischen 60 und 80 auf jeden Fall schneller gehen soll. Da bin ich ja gespannt, wie es dann mit Paladin so abgeht. Nur am Ackern unser Wolf. So, dann können wir mal aufmounten und geben wir die Aufgabe ab. Gucken, ob wir noch mal rein müssen. Ja, sieht auch geil aus hier. Verteidiger Tando Übergang. Was geht euch durch den Kopf? Fort mit euch! Okay, jetzt müssen wir in den Übergang. Da oben, unten oder hier drin. Wo ist er denn? Oder kommt er da? Auf jeden Fall brennt es hier. Ach, hier müssen wir rein. So, okay. Das ist ja nicht.
Okay, hier ist er nicht. Ist er hier? Ist er auch nicht? Wo ist er denn? Da ist er ja. Gut, er sieht aber auch fancy aus. Gegen uns. Der hat auch das Equipment, muss ich sagen. So, ist jetzt einer da und spricht mit Hauptmann. Okay, das machen wir nicht. Das soll ich sagen, was können wir dann machen, wenn wir Sumpfland abgeschlossen haben? So, aber. Wie weit ist denn der Flugpunkt entfernt? Wir können ja sowieso hier hochfliegen. Das haben wir erledigt. Dann werden wir sagen, reiten wir jetzt erstmal hier hin. Gucken, was es da noch für Aufgaben gibt. Und dann werden wir nochmal zum Meditil reiten. Also in den Hafen von Meditil. Gucken, was uns da noch so erwartet. Sollen wir da hinfliegen? Und dann da laufen? Ach, wir können auch gleich laufen. Hier gibt es ja nichts weiteres für uns, oder? Ja, scheint nicht so. Was wir mal machen können, ist ja mal, wir können uns mal für eine Instanz anmelden. Mal gucken, wie lange die Wartezeit ist. Vielleicht schaffen wir sie noch in der Folge. 7 Minuten. Ah, müsste hinkommen. In der Zeit können wir ja laufen. Ja, was gibt's Neues? Eigentlich nichts. Ihr wisst ja in den letzten Videos, also ich nehme ja fast jetzt eine Woche im Voraus auf. Morgen ist Donnerstag, ja, eine Woche im Voraus ist das fast. Also über aktuelle Themen kann ich nicht reden, das ist ja das. Weil wenn ich pro Tag für den nächsten Tag aufnehme, kann man über aktuelle Themen reden. Jetzt, wenn ich über was rede, ist das schon fast wieder Geschichte und schon wieder was Neues. Deswegen lasse ich das. Über nächste Woche, gucken wir mal kurz den Kalender. Wir sind ja jetzt gerade in der Woche, das ist für die Woche. Genau, nächste Woche. Also jetzt 2 Wochen für euch, nächste Woche kommt BFA raus. Jawohl, da freuen wir uns schon natürlich drauf. Da machen wir auch eine eigene Let's Play-Reihe. Die kommt dann nicht, wie ich gesagt habe, donnerstags. Die machen wir dienstags oder donnerstags. Oh, es geht schon los. Eins von beiden, das werden wir uns noch aussuchen, wann genau. Und werden wir sehen, wie wir von Level 110 auf 120 leveln und noch ein paar Aufgaben erledigen. Und uns equippen und so. Oh, schöne Instanz, hier waren wir noch nicht. Knochen geht automatisch aus, das finde ich sehr schön. Fürchtet die Lebenden. So, der Tank ist abgehauen, das ist schön. Oh Mann. Oh, der Tank ist schon wieder da, ist so schön. Das ist schön, da ist der neue Tank. Da brauchen wir gar nicht aufhören. So, was haben wir denn? Ein Kriegertank. Das ist sehr schön. Das ist das Härchen, da ist das Härchen. Ja, das ist Ausbildungshallen. Heißt denn die Instanz? Ich bin gerade scharlachrote Hallen. Haben wir hier schon mit dem Ding? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Bogenschützen, greift an! Schießt weiter! Lasst niemanden entkommen! Schießt weiter! Lasst niemanden entkommen! Noch einer erledigt! Geht nicht nach! Ich könnte das noch Schießt nie. Weiter! Lasst niemanden entkommen! Die Post.
oder? War das schon der erste Boss? Ich brauche ein Ziel. Nee, das war dieser Hundeführer, der jetzt kommt. Das war hier noch gar kein Boss. Wollte schon sagen, hä? So, aber wie ihr gesehen habt, wir sind schon in das nächste kleine Lager gegangen. Dann nehmen wir dann gleich auch den Flugpunkt und gleich die Aufgaben an. Dass wir da gleich weitermachen können. Wenn wir mit dieser Instanz fertig sind, weil so lang ist die eigentlich gar nicht, wenn wir gutes Tempo einlegen. Sind wir relativ schnell durch. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. So, zack. Ja, aber was haltet ihr von? Ja, ist auch wieder blöd. Von Sylvanas. Sie hat den Baum in Brand gesteckt. Sie hätte es auch lassen können. Was ist eure Meinung? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. So, oh, ich setze schon wieder zu viel Kobra-Schuss ein. Ihr merkt das schon wieder. Ja, wo war denn Hutsch? Greift an, tötet sie alle! Lasst da nicht einfach rum! Wie könnt ihr es wagen? Wie Level sind wir eigentlich? 32? 33? Nehmen wir gleich. Ja, 34 sogar schon. Dann werden wir 35 in dieser Folge. Yeah! Hört auf! Gehorcht eurem Meister! Ach komm, Hundemeister Braun. Den mögen dich einfach nicht. Sag mal, was ist denn das für ein schöner Ring? Ey, wir haben noch keinen Ring. Einen Ring haben wir ja. Stich gelassen. Ich mach den gleich mal lieber an. Wir hätten echt noch keinen Ring an. Das ist ja echt schlecht. Sehr schön, und schnell weiterkommen. So. Ja, wir haben auch ein neues Kanalbanner. Ja, gut, das haben wir jetzt auch schon wieder ein bisschen länger. Was soll ich sagen? Und die neuen Folgen, die jetzt rauskommen, also diese Woche, sind alles mit Intro im Vorspann. Da könnt, also bevor das Let's Play startet, da könnt ihr mal auch eure Kommentare einschreiben, wie ihr es findet, weil jetzt ist das die erste Folge, die ich wieder aufnehme, bevor ich die Kommentare eingefügt habe, weil bei den anderen, wo ich die aufgenommen habe, da hatte ich das noch gar nicht so in Plan gehabt mit den Info, aber jetzt ist es drin. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was dies, wie ihr es findet. Ich habe kein Ziel. So. Ich brauche ein Ziel. Da kann auch erledigt. Jetzt müssen wir, glaube ich, kommt da jetzt doch geradeaus, müssen wir noch den einen Boss auch noch besiegen. Genau. Eine weitere gucken, letztes Mal, wo wir hier drin waren mit dem Paladin, sind meine Kollegen alle gestorben. Ich kann mich noch genau daran erinnern, denn mein Azubi war dabei. Probieren wir es mal diesmal besser zu machen als alle anderen DDs. Besiegt, sehr schön, und wir sind nicht gestorben. Ja, der Heiler ist gestorben. Kann man nichts machen. Kann ich leider nicht helfen. Weil als Paladin konnte ich mich wenigstens noch ein bisschen heilen. Oh, das war aber auch knapp. So, läuft nicht so weit. Nicht, dass ihr pullt.
Läuft da rein, wurde er belebt, er läuft rein. Okay. Ich trinke mal kurz was, es sind wieder geschlagene 40 Grad hier. Okay. Hat das überlebt? Er kann sich eigentlich auch gut heilen. Heil dich. Da ist er schon wieder da. Oh, und Level up. Level 35 sind wir jetzt. Sehr schön. Wir können ja nochmal. Warte mal. Makros. Haben wir das ja nicht reingezogen? Nein, hatten wir nämlich nicht. Makros. Werbung nenne ich es. Ha. Zack. So, jetzt haben wir nochmal Werbung für unseren Kanal gemacht, auch sehr gut. Wir können auch mal in Hauptstadt mal spammen. Also spammen, ein bisschen, ne? Wir wollen ja nicht Leute nerven. Aber wir müssen sie darauf aufmerksam machen, dass sie hier gerade mit aufgenommen werden. Nein, oder? Startmäßig? Wahrscheinlich. Schade, dass unser Tier nicht mehr Stampf macht. Das kommt erst später wieder. Schade, schade. Das wäre schön gewesen. Vor allem bei diesen ganzen Gruppen. Das war immer beim Leveln, wenn du mehrere Puls immer richtig schön stampfen vom Tier, wenn wir eins gerufen haben. So, dann haben wir dieses Satz gleich erledigt. Schön. Und auch relativ schnell. Ziel. Können wir die Aufgaben gleich abgeben? Haben wir bestimmt schon wieder ein halbes Level. Alles muss werden. Niemand darf von der Schande des Scharlachrotenkreuzes auch hier soll zu Asche verbrennen. Achso, ja. Wollte ich schon sagen, warum spottet der die ganze Zeit? Ist doch aus. Zack. Leute, und euch Feuer! Jetzt kommt noch das Feuer, wir laufen am Kreis. Können wir uns dann bewegen. So, das ist Feuer schon zu lang. Ich bin jetzt dann zu Ende. Und die Folge auch fast. So, dann werden wir gleich in der nächsten Folge weitermachen. Die nächsten Aufgaben annehmen, die drei. Ich glaube, da müssen wir noch ein paar Orks finden. Und hinter dem Berg sind. Mein Feuer. Zack, sehr schön. Erloschen. Komm her hier. Nehmen wir gleich die Aufgaben bei dir ab. Komm her in unsere Mitte. Vermummte Kreuzfahrer. Was benötigt ihr? Denkt dran. Das. Dann können wir hier raus. Ja, und ich sag euch, wir warten noch den Bildschirm ab, ist besser. So, ich sag euch auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge, die heute um 18 Uhr kommt. Ich danke fürs Zuschauen. Daumen nicht vergessen. Bis nachher. Auf Wiedersehen. Tschüss.